König Namor Mackenzie, auch bekannt als Submariner, ist der derzeitige Herrscher von Marvels Atlantis. Namor wurde als mutierter Mischlingssohn eines menschlichen Vaters und atlanischen Prinzessin geboren. Dadurch wird er auch als allererster Mutant bezeichnet, gleichzeitig auch einer der stärksten. Namor ist aber auch der erste Anti-Held in Comics. Ihr könnt es euch auch schon denken, er ist ziemlich alt. Ursprünglich für den unveröffentlichten Comic Motion Picture Funnies Weekly geschaffen, erschien die Figur allerdings erst 1939 in Marvel Comics 1, erschaffen von Bill Everett. Das war auch das erste Comicbuch von Timely Comics, also quasi der Vorgänger von Atlas Comics, aus dem 1961 Marvel Comics wurde. Zu der Zeit wurde auch die menschliche Fackel erschaffen und Bill Everett wollte dementsprechend mit einem Gegenstück kontern: Wasser, Atlantis, Namor. Gemeinsam mit Captain America, der 1941 debütierte, legten die drei den Grundstein für Marvels Erfolg. Der Autor Les Daniels sagt einmal, dass Namor ein Freak im Dienste des Chaos ist und womöglich hatte er recht. Obwohl der Submariner wie ein Bösewicht handelte, hatte er trotzdem auch einen Sinn für Gerechtigkeit, auch wenn es auf seine Weise auf Zerstörung hinausläuft. Das gefiel den Lesern und so startete 1941 seine erste Solo-Serie Submariner Comics, die bis 1949 vorerst auf 32 Ausgaben kam. Auch wenn er anfangs eher als Feind der Vereinigten Staaten agierte, wendete sich das Blatt jedoch, als die Nazis es wagten, sein Unterwasservolk anzugreifen. Er verbündete sich im Zweiten Weltkrieg mit anderen Nationen gegen die Nazis. Allgemein muss man sagen, dass seine ersten Abenteuer eher in eine politische Richtung gehen. Er kämpft gegen verschiedene Streitmächte, ob es die Nazis, die Amerikaner oder auch die Japaner sind. Dabei fanden die Kämpfe meistens auch auf dem Meer gegen Kriegsschiffe statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Rückgang der Popularität von Superhelden-Comics entschied man sich 1949 nach Ausgabe 32 eine Pause einzulegen. Submariner wurde zwischendurch aber auch ein Mitglied der Superheldengruppe All Winners Squad, wo er an der Seite von Bucky, Captain America, Human Torch oder auch Miss America kämpfte. 1954 wurde dann mit Ausgabe 33 seine Solo-Serie fortgeführt, die leider nicht am vorherigen Erfolg anknüpfen konnte und mit Ausgabe 42 wieder eingestampft wurde. Namor kehrte dann erst 1962 in Fantastic Four 4 eindrucksvoll wieder zurück. Johnny Storm, die neue menschliche Fackel, entdeckte Namor in einem obdachlosen Viertel in Manhattan. Offensichtlich hatte Namor auch sein Gedächtnis verloren, entschied sich dazu, Namor ins Wasser zu schmeißen, in der Hoffnung, dass seine Amnesie dadurch geheilt werden könnte, mit Erfolg. Namor erinnerte sich wieder und machte sich direkt auf den Weg zu dem Ort, an dem Atlantis vor seiner Abwesenheit stand. Was er wiederfand, waren Trümmer und Ruinen. Namor gab den Menschen die Schuld daran, seine Heimat und Landsleute zerstört zu haben. Er wollte in diesem Moment nur eins: Rache, und er erweckte das riesengroße, walähnliche Monster Giganto und ließ es auf New York City los. Abgesehen davon wollte er auch Invincible Woman trotz Beziehung zu Mr. Fantastic für sich selbst beanspruchen. Namor und Giganto wurden jedoch beide von der Fantastic Four besiegt. In Fantastic Four Annual 1 bekamen wir dann Atlantis zu Gesicht. Seine Bewohner wurden damals gar nicht getötet, aber trotzdem wurde ein Teil von Atlantis durch Atombombentests zerstört. Während Namor an einer Amnesie litt, änderten sie einfach ihren Standort und erbauten es neu. Namor ist seitdem ein wiederkehrender Gegner und manchmal auch ein Verbündeter in der Fantastic Four Serie, alleine schon wegen seiner Schwärmerei für Susan Storm, die seine Gefühle mit den Jahren sogar ein wenig erwidern konnte. In Ausgabe 6 verbündete er sich sogar mit Dr. Doom, um die Fantastic Four zu zerstören, aber auch in anderen Serien ist Namor stets präsent gewesen. In Avengers 3 verbündete er sich nach einem kurzen Kampf gegen den Hulk mit Hulk, um gemeinsam gegen die Avengers zu kämpfen. Als Banner sich jedoch wieder zurückverwandelte, suchte Namor den schnellsten Weg ins Meer. Und auch mit dem Meister des Magnetismus, Magneto, verbündete er sich kurz, um mit der Bruderschaft gegen die X-Men zu kämpfen, weigerte sich allerdings,
sich vor Magneto zu verbeugen und kehrte auch ihm den Rücken zu. Wenige Jahre später übernahm dann Magneto das Königreich Atlantis, Namor suchte die Hilfe bei der Fantastic Four und schließlich konnten sie gemeinsam Magneto stoppen und seine Schreckensherrschaft beenden. Ihr merkt schon, Namor ist ein Charakter, der regelmäßig auf beiden Seiten kämpft, was ihn auch so interessant und teilweise unberechenbar macht. 1968 bekam er dann endlich wieder eine sehr erfolgreiche Solo-Serie, die bis 1974 auf satte 72 Ausgaben kam und dort ist auch der ein oder andere Charakter debütiert, wie der Superschurke Tiger Shark, der in Ausgabe 5 erschien, oder auch der Superheld Stingray, der in Ausgabe 19 vorgestellt wurde, und wir erfuhren auch mehr über Namora. Sie ist die Cousine von Namor und ebenfalls ein Mischling eines atlantischen Mannes und einer menschlichen Frau. Namora konnte selbst keine Kinder bekommen, dementsprechend ließ sie sich mit ihren DNA klonen, um wenigstens so eine Tochter zu bekommen, und es funktionierte. Namorita debütierte und wurde später sogar ein Gründungsmitglied der New Warriors. In den ersten Ausgaben gab es auch die Storyline The Saga of the Serpent Crown. Die Schlangenkrone ist eines der mächtigsten magischen Gegenstände, ein Relikt der Götter. Namor war sich der wahren Herkunft der Krone nicht bewusst, als er sie nach Atlantis brachte. Die Schlangenkrone verdirbte den Verstand der Einwohner in Atlantis. Der willensstarke Namor entfernte die Krone aus Atlantis, wurde jedoch von Karton, dem Suchenden, angegriffen. Dieser stahl die Krone und brachte sie zum noch lebenden verrückten König Naga, der ein Anhänger der Schlangengottheit Set ist. Nach ein paar spannenden Kämpfen konnte Namor gemeinsam mit Karton, der rechtzeitig erkannte, dass Naga verrückt ist, Naga besiegen und die Krone wurde nach Nagas Tod tief in einer Felsspalte begraben. Zwischen den Ausgaben 62 und 66 lief die Storyline Tales of Atlantis. Dort bekam man einen genauen Einblick in Namors Unterwasserreich, seinen alten Ursprung und atlantischen Charakteren. Knapp 10 Jahre später, 1984, veröffentlichte Marvel dann eine vierteilige Miniserie Prince Namor the Submariner. Namor reiste nach New York, um bei den Vereinigten Nationen einen Antrag auf Mitgliedschaft für Atlantis zu stellen. Jedoch löst seine Abwesenheit neue Bedrohungen für Atlantis aus. Er hatte es nicht nur mit einem gefährlichen Drachen zu tun, sondern auch mit Proteus, was ein echt cooler Kampf war, und obendrein wird auch seine neue Liebe Jacqueline entführt. Als er sie befreite und beide glücklich schienen, offenbarte Jacqueline ihr wahres Gesicht. Wird Namor nicht nur seine Liebe verlieren, sondern auch Atlantis? Statt Liebe spürte er nur noch Hass, konnte sich schlussendlich besiegen und war wieder auf sich alleine gestellt. Sein Vertrauen in andere bekam einen weiteren Knick in seiner Persönlichkeit. 1988 startete die 12-teilige Serie The Saga of the Submariner. Es bot das erste Mal einen genauen Einblick in Namor Origin Story, knüpfte lose Handlungsstränge und löste einige Widersprüche auf, die sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben. Es begann natürlich alles mit dem Untergang von Atlantis unter Wasser und der anschließenden Entstehung einer neuen Spezies, Homo Mermanus, die unter Wasser ein neues Königreich, ein neues Leben erbauten. 1915 suchte Ernest Shackleton, geschickt von Winston Churchill, in der Antarktis nach Vibranium. Sein Schiff ging jedoch verloren, wodurch 1920 Leonard Mackenzie versuchte, das Vibranium zu bergen, und dies ging nicht spurlos an den Atlantern vorbei. Prinzessin Fenn wurde von ihrem Vater Kaiser Takor ausgesandt, um Explosionen in der Nähe der Wasseroberfläche zu untersuchen. Fenn infiltrierte das Schiff und traf schließlich auf Leonard Mackenzie. Sie verliebten sich ineinander und heirateten an Bord des Schiffes. Als Fenn nicht nach Atlantis zurückkehrte, griffen atlantische Krieger das Schiff an und dabei wurde Captain Leonard Mackenzie getötet. Sie brachte Fenn in ihr Königreich zurück. Fenn ist schwanger gewesen, der rosahäutige Mutant Namor wurde unter den blauhäutigen Atlanern geboren, er wurde Prinz von Atlantis und ein Krieger für sein Volk gegen die Oberflächenbewohner. In den darauffolgenden Ausgaben sehen wir dann auch seine Kindheit, Training und Heranwachsen zu einem Krieger. Ebenfalls sieht man, wie er im Laufe der Zeit seine Flügel bekommt, mit denen er natürlich auch fliegen kann. Bis er dann schließlich auch das erste Mal in New York City landete, seine ersten Schiffe versenkte, das erste Mal auf die menschliche Fackel trifft und dabei half, die Nazis zu besiegen. Eine super Serie, die Namors Ursprung sehr schön und detailliert erzählt.
1990 erscheint erneut eine Solo-Serie Namor the Submariner, die bis 1995 auf starke 62 Ausgaben kam, geschrieben und gezeichnet von John Byrne. Marvel schrieb bei der Serie auch auf die Cover Marvel's First and Mightiest Mutant. Die Serie zeigte Namor meiste Zeit in einer positiven Richtung. Er kämpfte oft an der Seite von Helden, die Fantastic Four, Iron Man, Captain America oder auch Doctor Strange. Ebenfalls war er CEO von Oracle Incorporated, einem Unternehmen, das sich der Verringerung der Verschmutzungen in den Ozean verschrieben hat. 2003 startete eine 12-teilige Serie Namor. Dort wird seine Kindheit als Jugendlicher erzählt. Man bekommt sehr gute Einblicke in die Welt von Marvels Atlantis. Primär geht es auch um seine Jugendliebe Sandra Pierce oder auch Sandy, die er bereits sehr jung an der Oberfläche kennenlernte. Und sie begleitete Namor auch noch ein paar Jährchen durchs Leben und entdeckte und lernte die atlantische Kultur kennen. Der kulturelle Konflikt zwischen Atlantis und den Landbewohnern wird einmal nochmal sehr gut vor Augen gezeigt, wobei die liebenden Sandra und Prinz Namor in der Mitte gefangen sind. 2007 startete die zweite Submariner Volume mit insgesamt 6 Ausgaben und dort erschien Namors Sohn Kamar Mackenzie. Seine unbekannte Mutter wurde bei einem terroristischen Attentat getötet. Aus Angst um das Leben seines Sohnes erlaubte Namor einem seiner Ratsmitglieder Zoran, Kamar aufzuziehen. Unglücklicherweise war Zoran selbst daran interessiert, den Thron von Atlantis zu übernehmen und füllte Kamars Kindheit mit Lügen über Namor. Als er erwachsen war, suchte er gewaltsam Rache an seinem Vater und Atlantis. Er führte einige Terroranschläge durch, wodurch S.H.I.E.L.D. glaubte, dass Namor und Atlantis dafür verantwortlich waren. Namor hatte keine andere Wahl, als seinen Sohn für Atlantis zu opfern. Er kettete ihn an seinen Thron und ließ Atlantis von Nitro zerstören, während die Bewohner von Atlantis sich mit der Oberflächenwelt vermischten, bis Namor ein neues Zuhause für sie fand. 2011 wurde die Serie Namor the First Mutant gestartet, allerdings nach 11 Ausgaben und schwachen Verkaufszahlen auch recht schnell wieder eingestellt. Oktober 2022 startete dann erneut eine Solo-Serie Namor the Submariner mit Namors ersten grauen Haaren. Mal sehen, wie sich die Serie in Zukunft noch entwickeln wird. Abgesehen von seinen Solo-Serien war er auch in vielen anderen Serien oder Events unterwegs und war ebenfalls ein Mitglied in diversen Gruppierungen. Die Illuminaten, eine Gruppe von Führern und einflussreichen, starken Leuten, die von Tony Stark zusammengebracht wurden. Aber tatsächlich war er auch bei den Avengers, bei den Fantastic Four, mit denen er in seiner Comicgeschichte ziemlich viel zu tun hatte. Als Mutant war er natürlich auch mal bei den X-Men am Start und war sogar Teil der Phoenix Force bzw. Phoenix 5. In Avengers vs. X-Men teilte er sich mit Cyclops, Emma Frost, Colossus und Magik die Phoenix Force. Eines der Teams, wo er am längsten beschäftigt war, sind die Defenders mit Doctor Strange, Hulk und dem Silver Surfer. Quasi die erste Defenders-Truppe. Mit den Jahren war er auch immer wieder bei den Defenders mit dabei. Zu den Defenders habe ich auch bereits ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Aber er war auch noch bei anderen Superhelden-Teams wie die Heroes for Hire, dem All-Winners-Squad, seine erste Gruppierung, aber er war auch bei den Invaders. Dann gab es da noch die Deep Six, eine Gruppierung mit atlantischen Kriegern, die sich sogar trauten, gegen die Avengers anzutreten. Er verbündete sich aber auch das ein oder andere Mal mit Superschurken, auch wenn es nie lange hielt, weil er sich den Schurken nicht unterwerfen wollte, war er auch mal ein Teil der Superschurkengruppe Kabalen, wo mit der Zeit einige Schurken am Start waren, Dr. Doom, Norman Osborn, Loki oder auch Thanos und seine Schergen. Kommen wir nun zu seinen Fähigkeiten und Stärken. Auch wenn er ein Hybrid aus menschlichen, atlanischen DNA ist, seine Fähigkeit zu fliegen kann von keiner Seite erklärt werden. Namor besitzt eine amphibische Physiologie, was ihn vor extremen Unterwasserdrücken schützt, ihm aber auch übermenschliche Kraft, Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit beschert. Er kann eine unbegrenzte Zeit unter Wasser überleben. Durch ein speziell entwickeltes Sehvermögen sieht er selbst in den trübsten und dunkelsten Tiefen des Ozeanes alles klar und deutlich. Er ist nicht nur der erste Mutant, sondern auch einer der stärksten. Er kann Schiffe werfen, die 100.000
Tonnen wiegen. Seine Schläge können Schockwellen erzeugen, die Auswirkungen auf den gesamten Planeten haben. Deshalb konnte er auch in einem 1 gegen 1 Kampf gegen den Hulk mithalten. Ebenfalls kann er die Fähigkeiten anderer Meerestiere nachahmen, zum Beispiel die Elektrizität eines Zitteraals, und genauso gut kann er Hydrokinese, also Wasser, kontrollieren, womit er ganze Städte überfluten könnte. Er besitzt auch eine telepathische Beziehung zu allen Formen des Meereslebens, er kann mit ihnen kommunizieren und ihnen Befehle geben. So ein starker Charakter hat natürlich auch die ein oder andere Schwäche, und die größte ist Wassermangel. Wenn Namor nicht im Wasser ist, nehmen viele von Namors körperlichen Eigenschaften allmählich stärkemäßig ab, aber er braucht durch seinen menschlichen Anteil zwischendurch auch mal Sauerstoff. Wasser und Sauerstoff sollten im Gleichgewicht sein, sonst kann Namor leicht reizbar werden bzw. leidet er dann an depressiven Stimmungsschwankungen. Ebenfalls sind hitzebasierte Angriffe von Vorteil gegen ihn, weil er dann schnell austrocknen kann. Namor besitzt auch als Kampfwaffe Neptuns Dreizack und benutzt für das Rufen von Meeresmonstern das Horn des Proteus. Magneto sagte einmal, dass Namors unmenschliche Wut die Wut aller übertrifft, die er bisher getroffen hatte. Wenn er diese Wut kontrolliert und nicht voll von Rachegedanken ist, ist er auch oft auf der guten Seite. In Black Panther 2 ist Namor der Antagonist von Wakanda und Shuri, die als Black Panther agiert, und wahrscheinlich um die Parallelen mit DC's Aquaman zu ändern, nannte man Namors Unterwasserreich nicht Atlantis, sondern Talokan, aber sie ließen auch ein wenig die Azteken bzw. Maya-Mythen in seine Geschichte einfließen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ und ihr konntet das eine oder andere über Namor lernen, auch wenn er eine ziemlich lange Geschichte hat und es sehr viel über ihn zu erzählen gibt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.